Sehr gespannt auf dieses Spiel. RNG gegen CLG. Wir gehen in die Pick- und Bann-Phase rein. Und es geht los mit dem Twitch-Bann. Und Soraka. Ja, so NA ist halt die einzige Region, die tatsächlich Jenna und Soraka über Braun Alistar spielt. Die einzige Region von allen fünf großen. Deswegen schien auch gleich sagen, okay, Soraka, ich keinen Bock drauf. Und weg, Twitch-Bann unnötig, weil Wush nicht ein Twitch-Bann für Pony ist. Hätte ich mal rausgepackt, aber man muss ja nicht bannen. Vor allem hätte ich eigentlich nicht so viel Angst vor Twitch. Ich hätte ihn eher gerne gehabt, so als ja. Gegner, weil dann kannst du gegen spielen, gegen draften. Der Fresh-Bann gegen Martha ist ihm auch egal, weil Braun und Alistar spielen kann. Das haben wir bei, wenn du da den Quervergleich auf die EU ziehst, haben wir bei Wanda immer gesehen. Der hat immer einen Thresh-Bann gegen sich gehabt und dann bleibt Thresh offen und er pickt ihn gar nicht, weil ja, die anderen Support einfach besser sind. Und deswegen denke ich, dass beide Bans von NA bis jetzt ziemlich komisch sind. Die sind einfach nur grün. Die sind nach Farbe gegangen. NA ist halt einfach so ein Pick-and-Ban-Face-Hipster, weil die müssen immer irgendwas bannen und picken, was alle anderen nicht bannen. Der Bart-Bann gegen Ephraimo kann ich so verstehen. Wenn du gegen Bart nicht oft spielst, dann ist Champion extrem nervig. Jeder, der mich ein bisschen kennt, ich bin Bart Main. Ich muss stark davon ausgehen, dass halt meistens nur gegen Alistar und Braum gescrimpt wird und sowas. Und ja, die Sache. Man deswegen Soraka und Bart halt einfach. Aber interessant, dass beide hier so ein bisschen eher auf Target als auf Meta gehen. Das Ding ist zum Beispiel, wir hatten mit Noxic auch einen guten Bart-Spieler. Wir haben auch schon einige Bart-Bans für uns bekommen, weil einfach Bart ein Champion ist, den nicht jeder spielt. Aber super stark ist einfach, wenn er durchkommt mal. Sivir ist offen. Ich glaub normalerweise wäre Sivir First Pick, aber weil man weiß und ey, pickst du nicht gerne. Kann man ja auf Nierli oder Gelfs gehen, je nachdem, was man eher mag. Echo ist auch noch offen. Als Flex-Pick. Zeigt sich jetzt viel, wie RNG draften möchte. Ja, Nierli. vor allem im Matchup gegen Xmizzy, denke ich, ist es ziemlich wichtig, den stärkeren Jungler zu haben, damit du die Pressure ausspielen kannst. Ja, aber du hast auch Gelfs gehabt. Okay, du hast Nierli, ja, schon das gemacht. Ich denke, dass Nierli immer halt. Nierli ist in meinen Augen immer noch S-Tier, was die Jungler angeht. Vor allem in den Händen von irgendeinem. Ziemlich guten Carry-Jungler. Maokai über Echo. Braum Insta-Lock, wenn alles da offen ist. Jungler müssen sie nicht picken, stimmt schon. Sylvia offen gewesen, Sylvia ein guter Pick gewesen. Ja, aber es ist ein A. Also es ist ein A, ja. Azir ist auch noch offen, by the way. Also China könnte jetzt Sylvia Azir bekommen. Dann haben sie Nihali, Sylvia Azir. Was in jeder Region hundertprozentig möglich wäre, außer gegen ein A. Ich denke, es ist okay, dass man Maokai über dem Echo pickt. Ich denke, Maokai ist aktuell einfach nicht stärkerer Champion. Echo nach den Nerfs immer noch gut, aber halt nicht so gut wie auch. Ich finde es interessant, dass da schon das zulässt. So. Kann ihn auf den Tank schicken, automatisch. Da ist schon mal der Azir und Alistar. Wie gesagt, deswegen Braum Insta-Lock lässt das andere Mini-Support. Tunnel wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich finde es interessant, dass man die Sivir nicht genommen hat, aber ich denke, das liegt eher daran, dass das Royal nicht der größte Fan davon ist. Mit einer Sivir auf der Botlane zu spielen, weil sie halt immer für die direkten Matchups gehen und da ist Sivir nicht so gut, wie zum Beispiel ein Wushin wäre. Ich glaube, mit Nami hätten sie Sivir genommen. Wush, glaube ich, hast du recht. Ich will lieber den Wushin haben oder einen aggressiven oder einen Carry. Nami hat halt eine schlechte Laning Phase, deswegen spielst du lieber einfach das, was safe ist. Also Stand jetzt gefällt mir der China Draft deutlich besser. Die Frage ist halt, wieso man Alistar in der zweiten Rotation nimmt, anstatt sich da den Eddie Curry zu holen. Dein Argument halt, ne? Wie gesagt, China will nicht unbedingt Sivir spielen mit Wush. Ja, aber wieso holst du den Lucian da nicht? Du weißt ja nicht, was denn A nimmt. So. Die Caitlyn. Oh, so, whatever. Der Graves Pick, verständlich, war klar, dass er kommt. Nier gepickt, Kindred gebannt. Graves ist der einzige S-Tier-Jungler, der übrig bleibt. Mit Kate zu picken, wenn sie. Kate ist gut gegen Sivir, Kate ist okay gegen Lucian auf der Landing Phase. Kate Braum ist ekelhaft zu spielen. Aber nicht, also ekelhaft, aber nicht so, nicht erdrückend stark so. Ich sagen würde, oh nein, kann ich nicht lane. Das ist einfach nur nervig. Sylvia geht echt durch. Wie gesagt, Wush, hast du recht gehabt. MF auch interessante Buffs gehabt, fand ich. Die Änderung auf dem W, dass du jetzt eine höhere Uptime hast mit den Love Taps, wenn du die gut spielst. Fand ich sehr interessant, weil du MF mehr auf AD bilden kannst, trotzdem Schaden machst. Wird trotzdem eine Lucian gehen. Mobilität Lucian, gegen Raum, Marker ist wichtig. Ja. Das ist ein Team, was man. Oh. Aurelion, Sol, Insta-Lock. Midlane. Das allererste Mal im kompetitiven Bereich sehen wir ihn hier. Und wir sehen ihn auch. Also, was sagt ihr gegen Azir? Was fällt euch da als allererstes ein? Was ist das für eine Idee? Was ist, generell Aurelion Sol hat man eigentlich nicht im kompetitiven Bereich vorher. Aurelion ist stark, war vorher nie offen, glaube ich. Weil er in der Mitte pushen kann mit seiner passiven vom B. Das heißt, er hat normalerweise einen starken Push, aber es ist trotzdem Azir. Ja, es ist Azir outpusht ihn trotzdem.
Es ist sicher und ich denke, es ist extrem gefährlich. Erstens, weil er den Stun auch versehentlich kriegt. Ja. Aurelion kann nur Targets stunnen, die halt wirklich nicht aus diesem Stun rauslaufen können, sowas wie TF oder sowas. Und im 2 gegen 2 ist ein Nidalee und Azir deutlich stärker als Aurelion und der Graves. Gehst normalerweise auf sowas wie Rod of Ages und Realize oder so, glaube ich, auf dem Aurelion und dann wird er ziemlich stark, aber er muss halt an die Frontline rangehen können und das wird gegen einen Alistar und gegen einen Azir nicht möglich sein. Also, ja, so der Pick auf jeden Fall. Ich persönlich war nie überzeugt von Aurelion. Ich glaube, er ist halt immer noch sehr eindimensional. Hatte ich die besten Tools im Kompetitiven. Vielleicht war ich Lügen gestraft hier, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Pick das Beste, was du machen konntest. Ich glaube, er ist ziemlich situativ, dass du ihn halt nicht in jeder Teamcomp picken kannst, ist klar. Und gegen einen Alistar und gegen einen Azir, so viel Zone-Control quasi, wo Poppy. Du nicht rangehen kannst. Und gegen eine Poppy zum Beispiel, das wird extrem schwer, weil er halt immer relativ nah am Gegnerteam stehen muss, ansonsten hat er kein Damage, weil er hat nur sein W und sein Q. Also er hat zwei Damage-Spells. Also RNG hier mit Ultimate dem stärkeren Draft auf jeden Fall. Deutlich stärker. Okay. CLG gibt die Pick-und-Bann-Phase also an RNG ab und wir geben das Wort ebenfalls ab. Und zwar unsere beiden Caster, Mori und Johnny, werden dieses MSI-Turnier heute für euch übertragen und kommentieren. Ab in die Cast-Ecke mit euch. Viel Spaß beim ersten Spiel, RNG gegen CLG. Ja, danke dir, Niklas. Und natürlich auch an der Stelle einen wunderschönen guten Morgen da draußen und herzlich willkommen zum Mid-Season Invitational. Ja, sollte es bei euch nicht früh morgens sein, dann schaut ihr wahrscheinlich gerade den Rebroadcast. Und solltet ihr die komplette MSI verfolgen, werdet ihr feststellen, wir werden gut durchrotieren. Jetzt allerdings haben wir die Premiere, die kompetitive Premiere von Aurelion Sol. Wir haben China gegen NA und ich muss sagen, hier geht's auch schon früh zur Sache. Ich muss mich der Analyse-Ecke anschließen. Ich finde den Draft von China wesentlich besser. Ja, also zumindest wenn wir die Meta-Picks betrachten, die wir in letzter Zeit als besonders stark hervorgetan haben, dann war Azir definitiv dabei, dann ist Lili definitiv dabei. Dann kann man auch nicht verneinen, dass Poppy extrem stark ist und dass Lucian ein unglaublich guter Allrounder ist auf der AD-Carry-Position. Das sollte auch kein Geheimnis mehr sein. Ja, ich muss sagen, so dieser Aurelion-Soll-Pick, also der wird sicherlich viele Gemüter scheiden. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von ihm. Letzten Endes auf den Punkt gebracht, von unserer Lysek ja auch schon. Er ist super, wenn es darum geht, Raves rauszupushen, aber wer ist das noch? Azir. Und ich gebe da auch so ein bisschen von der Meinung her ran, dass ich sage, Azir ist da ein bisschen flotter, zumindest nachdem er Nashor's Zahn hat. Ich finde, das Problem ist bei Aurelion, dass er gerade gegen Champions, die so Melee-Angriffe haben, ein großes Problem hat. Du kannst halt, wenn er sein W aktiviert hat, an ihn rangehen und er kann nichts machen. Sein Q hat eine Minimal-Range und Johnny hat wieder die Hände über den Kopf. Was ist das für ein Lane-Swap? Kein guter. Royal Never Give Up macht hier eine sehr interessante Variante. Man hat den eigenen Jungler komplett gemobbt. Also man... Der musste jetzt einmal gefühlt durch die eigene Base laufen, um zum Blue-Buff zu kommen. Das hat er auch tatsächlich geschafft. Und hier sehen wir den ersten Damage-Trade. Genau darauf muss Huhi achten quasi, dass er diese Trades kriegt, um von den Sandsoldaten angegangen zu werden. Aber das hier ist gerade absolutes Chaos. Da kann man natürlich sagen, ja gut, China ist das Chaos gewohnt und versuchen sie da auf ihre Ebene runterzuziehen. Aber in erster Linie ist das gerade nicht gut, was hier von Seiten von Energy passiert. Jetzt zieht Poppy hoch. Poppy war also auf der Botlane, hat da, naja, ein Minion bekommen. Ein CS muss jetzt hochlaufen zum gegnerischen Red Buff, weil da im Nidalee ist. Bei uns spielt man, oder in den westlichen Regionen spielt man für gewöhnlich ein Double Jungle am Anfang, wo Toplaner und Jungler zusammen agieren. Das hat man hier aus Sicht von RNG nicht gemacht, aus Sicht von China nicht und das wird jetzt hier erstmal ein bisschen was kosten. Das ist natürlich eine gute Idee von einer ACS in Laneswap zu gehen, denn China ja, ist einfach so ein Team, was oft auf diese kurzfristigen Schritte geht. Wir sehen hier tatsächlich also Hui, ja, 3 CS weniger bis als als der Midlaner von Royal Never Give Up. Ciao. Ich bin mir da nicht sicher, wie man das genau ausspricht. Letzten Endes aber, Turm ist down auf der Botlane. Toplane braucht ein bisschen länger, wie von dir eben angesprochen. Und vor allem auch Triple Buff für Graves in diesem Moment. Der hat den Red Buff auf der Botside bekommen, den Red Buff auf der Topside hat Nidalee gemacht. Also ich glaube, es ist vielleicht doch nur ein Double Buff. Bin mir nicht ganz sicher, aber Graves oder so wird hier sehr, sehr gut rauskommen. Und das mit einer Nidalee, die ja für einen exzellenten Clear Speed bekannt ist. Ist das nicht wirklich gut, dass hier oben war jetzt ein Zurückbouncen mit 3 Minions. Das wird keine allzu schweren Folgen haben, weil CG jetzt wiederum auf die Toplane rotiert, um wieder im reversed Laneswap auch noch einen Turret zu nehmen. Aber bisher ein Kompliment an CG, sie sind meines Erachtens aus diesem Laneswap einen Ticken besser rausgekommen.
Vor allem ist es ja noch nicht abgeschlossen. Poppy ist weiterhin da, sollte sich eigentlich zurückziehen. Macht es sehr spät und jetzt bin ich gespannt, direkt mal das W aktiviert, gibt auf den Lauftempo-Bonus und flasht auch schon. Das war ein bisschen unnötig meines Erachtens, weil diese Lane rauszupushen bringt dir nicht viel. Sie hat 6 Farm und normalerweise, was wir sehen, ist, dass dieser Lane-Swap dann nochmal zurückgeführt wird und genau das ist jetzt auch der Fall. Von daher, was hat die Poppy jetzt mehr bekommen? Sie hat einen Flash für zwei Vasallen bekommen oder was? Das war genau die Aktion. Das ist immer so ein bisschen das Problem von den Top-Lanern, dass sie versuchen, dann möglichst lange XP zu nehmen. Hier hat das die Botlane von CG ganz gut gemacht, weil wenn wir uns die Minimap angucken, steht ein Lane-Ward, stand da aus der Seite von China. Also da hat man versucht, quasi den Lane-Ward zu stellen, um die Botlane zu sehen und dann wegzugehen. Die sind allerdings durch einen eigenen Jungle gegangen. Also hier eine schöne Rotation. Hast vollkommen recht, das war jetzt für Poppy alles andere als Worth. Flash verlieren ist natürlich auch immer wieder gefährlich. Ja, für zwei CS, ne? Ja, also vor allem, weil du später ja dann in die 1-gegen-1-Situation gegen den gegnerischen Top-Laner gehst und dann hast du kein Turret hinter dir und kein Flash, das könnte gefährlich werden. Jetzt allerdings hier erstmal der relativ ungefährliche Reversed Lane Swap, wo man jetzt einfach sieht, dass Turrets getauscht werden. Dadurch, dass CG, ja, wobei, die sind hier gar nicht mal schneller tatsächlich. Da ist Lucian ein bisschen zügiger zu Beginn natürlich, weil er mit der Passiven noch einen zweiten Schuss bekommt, als zum Beispiel eine Caitlyn, die später natürlich super ist, um Türme einzureißen wegen ihrer Reichweite, nicht weil sie da unbedingt schneller attackieren würde, aber das kommt natürlich jetzt noch nicht so wirklich zum Tragen, weil du hast halt noch nicht so viel Angriffsschaden und verteidigen tut die Türme auch erstmal noch keiner. Die Folge ist jetzt erstmal, Royal Never Give Up ist dran am ersten Drachen, während man sich auf Seiten von CLG den guten Herald nehmen wird, was mich die ganze Zeit immer so ein bisschen irritiert. Warum ist CG auf der Red Side eigentlich blau? Ich hab mich das auch ganz am Anfang gefragt und dachte mir, was zur Hölle. Ich glaube, dass es daran liegt, dass das Logo von NA eher blau in blau ist. Gehalten ist, aber es ist komplett verwirrend. Also, ja. Es ist, naja gut, ne? Es ist, wie nennt man es, künstlerisch ansprechend und sorgt für Diskussionen und es hat deswegen wahrscheinlich schon seinen Zweck erfüllt. Was wir jetzt hier gerade sehen, ist, dass Aurelion Zoll auf dem Weg ist zu einem Katalysator. Also er wird hier die Variante über den Stab der Zeitalter wählen. Was interessant ist, ist auch, dass Shao nicht den Stachel als erstes sich geholt hat, sondern den Kodex tatsächlich. Beides führt zu Nashors Zahn, aber normalerweise willst du erstmal diese Angriffsgeschwindigkeit, weil die Sandsoldaten und generell Azir sehr, sehr gut mit Angriffstempo skaliert, hat sich dagegen entschieden. Also das irritiert mich doch so ein Stück weit. Hui schon einmal mehr auch zurück gewesen. Also das Ding ist halt mit Aurelion Sol, er ist halt mit 2 Items erst richtig stark. Ja, wenn er die hat, Stab der Zeitalter und das Kristallzepter, dann ist er wirklich gut im Spiel, weil er braucht halt viel Mana, er braucht halt ein bisschen Leben, weil wie schon gesagt, wenn du einen Schritt näher an ihn rangehst, dann hat er halt keine Chance, dich irgendwie mit seinem W zu treffen, was seine Hauptschadensquelle ist. Das Q hat eine Minimum-Range und die Ulti hast du halt auch nicht immer ab. Und deswegen ist es halt sehr, sehr schwierig, diesen Champion da auch vernünftig zu meistern und in die Trades zu gehen. Brauchst halt das Leben. Und ganz wichtig, im Kristallzepter, ich denke, das ist klar mit der Verlangsamung, wenn hier jetzt die Treffer reinkommen, sieht man schon, warum. Aber ein sehr, sehr schöner Trade. Ich bin auch mit dem Asia-Item-Bild nicht ganz einverstanden. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich nicht ganz darauf geachtet habe, wie viel Gold er hatte bei seinem Recoil. Und jetzt sehen wir auf Bot den Schön, dass der gesessen hat. Da gibt's Lucian hinterher und hier kommt der Smithy. Oh, direkt geflasht und Martha nochmal direkt mit dem Pulverisieren drauf. Also da passiert erstmal nichts. Sie haben natürlich den Druck, man sieht es hier zu dritt mit dem Graves und dem Herald-Buff. So, jetzt Hui unterwegs, schnell wieder auf der Lane. Das ist ein Vorteil von Aurelion Sol. Wobei man sagen muss, er muss erst Anlauf nehmen, also um dann diese Fähigkeit zu aktivieren. Aber dann ist er tatsächlich im Zweifelsfall sehr schnell auf der Lane. Und das Ding hat einen verdammt hohen Cooldown, dieses E. Ja, der Cooldown ist genau das, was quasi dann wiederum alle sagt, oh, der hat eine hohe Mobilität. Nee, nee, so ist es nicht. Du hast einfach nur die Möglichkeit, von der Base schneller wieder auf die Lane zu kommen und in wenigen Situationen quasi auch sehr, sehr interessant über Hindernisse hinwegzukommen, um eine Sidelane zu gegnen. Aber du wirst von jedem gesehen. Das ist eben genau die Problematik quasi. Und ein Wacker, der versucht, Stats einzublenden. Da sind sie. Guten Tag. Ja, NA, ne? Der Fanbonus ist quasi da. Wobei ich ehrlicherweise mich dem Autor anschließen würde und sage, CG ist hier eher in der Favoritenrolle. Einfach weil man von nicht so richtig einschätzen konnte. Also ich hätte tatsächlich China stärker als Nordamerika hier eingeschätzt. Ja, du hast natürlich nach NA und EU erzählt, wo du quasi das interne Tippspiel von uns beiden gewonnen hast. Natürlich bist du so ein bisschen in der Favoritenrolle, ne? Aber bei den Worlds war ich unschlagbar. Also sind wir mal gespannt. Ich
prognostiziere hier einen CLG-Win trotz dieser Picks. Und ich bin gespannt, wer hier recht haben wird. Also ich bin immer noch der Meinung, dass also gerade mit dieser Team-Kombo später Royal Never Give Up, also China, besser dastehen wird. Wenn es dann so ins Late-Game geht. Ich bin mir gar nicht sicher, wie gut skaliert Aurelion ins Late. Es ist relativ schwer einzuschätzen, weil aus meiner subjektiven Erfahrung heraus würde ich sagen, sehr gut, weil der Schaden wirklich stark ist. Müssen wir da aufpassen? Das stimmt, der Schaden ist immens. Oh, ja, 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 Aurelion soll jetzt zum Gankern. Der kommt ja da hoch. Hat noch die Ultimate, hat auch wieder Flash. Und da wird schon der Hammer geschwungen. Schön gemacht. Er hat versucht, drüber zu flashen. Wee hat jetzt hier den, also seinen Flash verloren, aber trotzdem ist er nicht drüber gekommen. Schöne Idee von ihnen, hier den Gank zu setzen, weil man gesehen hat, dass Poppy auf den Tier 2 drückt. Aber Poppy ebenfalls gut reagiert, die Ultimate getroffen. Ja. Schade. Im Übrigen natürlich nicht wundern, dass wir China und Nordamerika oft sagen. Es geht natürlich hier in diesem Mid-Season Invitation um die Regionen. Und natürlich bringt es auch eine ganze Menge, weil wer hier die Region gewinnt, oder welche Region gewinnt, die ist natürlich am Ende in Lostopf 1 später, wenn es um die Worlds geht. Also die Bedeutung hat um einiges zugenommen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite könnt ihr natürlich noch aktiv mithelfen, eure Region zu unterstützen. Denn, ja, ihr könnt im Client quasi für einen Einflusspunkt das Logo eurer Region erwerben. Und wenn ihr mit diesem Logo ausgerüstet auch noch spielt, ja, dann fahrt ihr weitere Punkte ein und die Bühne wird in die Farbe der Region gefärbt, die momentan am meisten Punkte hat. Ja, und dann gibt es natürlich noch ein paar Ingame-Boni, aber... Ich glaube, es geht um ein IP-Wochenende, wenn ich richtig informiert bin. Ist es so? Ich glaube, das ist quasi das Ziel, dass... ich glaube, die Region, die am Ende am meisten Punkte gesammelt hat... Ich muss sagen, es sieht immer wieder beeindruckend aus. Aurelion Sol hat von den Fähigkeiten her, sieht sehr, sehr cool aus, wie der Champion animiert ist. Das stimmt. Aber das ist ja bei vielen neuen Champions so. Das stimmt wohl. Ja, weil man ja auch immer wieder merkt, Riot hat mehr Möglichkeiten. Die Grafiker, wie auch natürlich die Ersteller, haben da deutlich mehr Einfluss. Nixay nicht über die Wand gekommen. Und jetzt geht's da mit viel Schaden drauf. Wush ist in der Nähe, aber Nixay low loop hinterher. Den kriegt er. First Blood für China. Und jetzt sind sie komplett gegroupt in der Mitte. Was ist noch drin? Mata hätte noch Flash. Aber man entscheidet sich auch korrekterweise nicht, hier weiter zu verfolgen. Beide Summoners auch von Nixay raus. Ja, Nixay war da zu gierig mit seinen Flash. Er hat zu lange gewartet. Hätte sofort flashen müssen, als er Mata sieht. Er über die Wand hätte sein, ja, sein. Oh, jetzt soll es hier reingehen. Oh, da kommt mal der große Stun. Ja, ja, Level 6 auch schon für Mata und da passiert jetzt erstmal nichts. Der große Stun natürlich gerade mit in Kombination mit seinem E kann er das nochmal stärker machen. Hat ja das pulverisiert nicht ganz so geklappt, oder? Doch, doch. Das sieht nur sehr merkwürdig aus, weil Nixay genau in dem Moment sein E macht. Sein E wird allerdings interessanterweise vom Headbutt interrupted, was beides in dieselbe Richtung geht. Und dann kommt das Pulverisieren halt quasi hinterher. Und dann haben wir halt eine Situation, wo eine Kette halb in der Wand drin steht. Im Endeffekt ist da alles mit rechten Dingen zugegangen. Das war kein Bug oder ähnliches. Das war einfach nur interrupted worden während seines Dashs. Nixay hätte dann sofort reagieren müssen mit dem Flash, aber hier in dieser Szene dann im Endeffekt einfach weggestorben. Natürlich schön hier von einfach von China weggestorben. Ja, ne? Nicht um heißen Brei rumreden, einfach nur verreckt. Das große Wegsterben. Ja, wir haben die Sichel auch bei beiden AD Carries bald alle Stacks verloren und damit der große Geldsegen bevorstehend. Letztlich aber kleine Vorteile momentan auf Seiten der Chinesen, Seiten von China. Ich meine, es ist im Jungle, ist es so zu erwarten gewesen. Und auf der, gehen wir mal von Standard-Matchups aus, dann wäre Lucian Alistar in der Lage, gegen Kate und Braum verhältnismäßig gut klarzukommen. Aber, ja, ich denke, dass das insgesamt eine Situation ist, mit der hier die Chinesen sehr, sehr froh sein können. Weil du hast es schon mehrfach erwähnt, ihr Late Game ist auf jeden Fall nicht schwach. So, jetzt mal unabhängig davon, wie Aurelion Sol skaliert. Ich hatte ja gesagt, subjektiv gesehen finde ich ihn ziemlich stark. Von der Winrate her sieht man ihn, dass er ab der 35. Minute massiv abfällt. Was mich dann doch ein bisschen überrascht hat. Aber es ist tatsächlich so, das, was über alle Spiele hinweg quasi ermittelt wurde. Also sollte man das auch nicht vernachlässigen. Wenn wir jetzt hier sehen, dass der nächste aggressiv geführte Invade von CLG ja stattfindet, mit Level ausgeteilt. Jetzt kommt der TP. Nixay ist auch mit dabei. Kann Hui da? Hat er sein E oben? Da ist ein Flash. Da ist das E und jetzt geht's drauf mit dem Q. Die Wall bringt hier nicht viel.
nicht gegen den Maokai, nicht gegen diese vier Mann. Das hat er hier so ein bisschen unterschätzt, dass man da ihn direkt abholen wird. Und damit auch der erste Kill für Nordamerika, ebenfalls auf dem Toplaner im Übrigen. Ja, ich weiß nicht, was das jeder noch für Möglichkeiten gehabt hätte. Zwei, der hat einen Flash noch gehabt. Ja, ja, wenn er flasht, ist er trotzdem sehr weit im gegnerischen Jungle. So. Das heißt, das ist relativ gefährlich für ihn. Eine Option wäre gewesen, quasi die Ultimate präventiv zu casten, damit Maokai nicht über die Wall flashen kann. Das wäre eine sehr interessante Option gewesen. Kommt Aurelion mit seinem E über die Azir-Wall? Weil er kommt hier über Gelände und so ein Kram. Ja, meines Erachtens müsste es so sein. Ich habe allerdings, ehrlich gesagt, es noch nie gesehen. Ich würde jetzt allerdings einfach mal sagen, ja. So, ich habe auch noch nicht viel Aurelion Sol gesehen, aber... Ja, man sieht ihn tatsächlich, also es gibt viele, die ihn da zurzeit gerne spielen, aber jetzt sehen wir es hier nochmal. Da hat er ihn hier gezogen. So, und jetzt, wenn er dahin geht, könnte Poppy ihn entgegenkommen. Also ich glaube schon, dass er hier Poppy hätte entgegenflashen sollen. Vor allem, weil er einen Pink Ward auf Maokai hat und das jetzt wirklich keine Überraschung war, dass der da über die Wall flasht, um ihn zu wehen. Also entweder auf halt Summoner Spells getimt und gedacht, okay, der Maokai hat keinen Flash. Oder halt auch in dieser Szene wieder zu gierig mit dem eigenen Flash gewesen. Haben wir eben bei Stixel kritisiert. Jetzt auf anderer Seite ebenso. Aber natürlich auch schön gemacht von CLG, die hier eben ihre globale Überlegenheit durch den eben eingesetzten TP von Poppy ausgenutzt haben. Ja, was wir jetzt sehen, ist tatsächlich Hui mit mehr Farm. Farm ist mit diesem Champion tatsächlich kein Problem und auch Maokai steht besser da. Trotzdem insgesamt die Situation sehr, sehr ausgeglichen. Den ersten Drachen gab es für China und die Drachenkontrolle ist durchaus nicht unerheblich, wie wir immer wieder feststellen. Aber jetzt ist natürlich der Punkt, ne? Wer hat so das bessere Potenzial, so einen Drachen zu belagern oder so einen Drachen zu sichern? Ich muss sagen, mit so einem Azir bist du sehr, sehr gut bei Objekten. Hast dazu nochmal eine Nidali, die mit den Speeren auch noch gut mit am Start ist. Oh, jetzt aber hier erstmal das Pulverisieren. Drauf geht's in den Game-Schul schon mal mit dem Flash Ultimate raus. Auch von Braum. Das Niedermähen trifft nicht ganz so klasse. Und damit kann man sich jetzt erstmal hier zurückziehen. Ein Kampf auf zwei Seiten. Smithy hat sich dann eigentlich währenddessen noch mit Lupe angelegt. Und da hat Poppy auch noch geholfen. Also hier sehr, sehr schön. Die hat auch einen Teleport gezogen. Also letzten Endes hat man Teleport gezogen, dafür einen Flash vom gegnerischen Midlaner bekommen. Und jetzt hat man hier allerdings die Midlane-Präsenz aufgegeben. Das hier ist exzellent von Caitlyn. Diese zwei Traps machen vier Druck. Trotzdem kann CG sich da nicht halten, einfach weil Looper noch so viel Leben hat und da die Frontline-Funktion komplett ausfüllen könnte. Wenn man auf der anderen Seite doch gerade ein bisschen was einstecken musste, muss jetzt aufpassen hier. Aber die Sperre kann man dodgen. Keine Gefahr hier für sie. Da ist CG, finde ich, nochmal ganz gut weggekommen. Also das hätte durchaus schlimmer ausgehen können. Und man darf nicht vergessen, der TP von Poppy ist jetzt auch erstmal wieder auf Cooldown. Ja, das von Darshan auch, aber er wird es schneller wieder zur Verfügung haben. Insofern ist natürlich die Frage, nimmt man sich jetzt einen Drachen? Und die Antwort ist hier, ja, stand ziemlich lange zugegeben. Das sieht man sonst nicht ganz so häufig. Hatte aber in der Phase jetzt noch nicht die Priorität. Da war es wichtiger, wirklich noch die Türme zu verteidigen. Dennoch, zweiter Drache für China. All das sind so Kleinigkeiten und Dinge, die dir im Late Game enorm weiterhelfen. Man ja. muss auch sagen, so der Reichweitenbonus von Caitlyn, sagt man natürlich, ist er stark im Late, aber auf der anderen Seite hast du auch einen Azir, der ihm eine immense Reichweite hat und einfach einen krassen Wave-Clear. Insofern, ja, also glaube ich, das kommt nicht ganz so sehr zum Tragen. Dieses Siegen, also diese Belagerungssituation, die können hier beide Teams sehr, sehr gut lösen. Ja. Und jetzt kommt es hier unten mit dem E auf Lucian. Der sieht das natürlich, weiß, wo es hingeht und da wird er ganz groß. Aber ich glaube fast, dass es nicht reicht. Nee. Das Ding ist, mit dem E kannst du halt dich nicht bewegen. Sobald du einen Bewegungsbefehl ausführst, wird das E abgebrochen. Also das heißt, du kannst nur stumpf geradeaus. Ja. Ich denke, dass hier auch die Situation meistens darüber eben gelöst werden, dass man um Objectives fightet und dann eben danach in der Lage ist, Turrets zu nehmen. Das sollte ja der normale Ablauf sein. Und da muss man mal sehen, wer hat die bessere Objektkontrolle. Dann ist ein Azir natürlich immer stark, wenn er zuerst da ist. Aber sowohl Poppy als auch Maokai sind exzellente Flanker. Also mit einem guten TP-Play sind beide in der Lage, einen Teamfight zu entscheiden. Mir hätte auch eine Sivir sehr gut gefallen, hätten wir die auf Wush gesehen. Ja. Das hätte auch noch gut in die Combo gepasst, also mit dem Alistar, mit einer Poppy zusammen funktioniert das super. Du bist noch ein bisschen besser, was solche Flankierungen angeht und später auch in den Teamfights ist so eine Sieve einfach brutalst. Ja, ich stimme dir vollkommen überein. Auf beiden Seiten hätte sie in die Comp gepasst. Passt immer, wenn du einen guten TP-Flank hast, einfach um das eigene Team dann den Movement-Speed-Bonus zu geben, um eben in Range zu kommen für diesen Engage. Das hat SKT zum Beispiel sehr, sehr gerne auch mit Maokai zusammengespielt. In den Playoffs sehen wir hier auf beiden Seiten nicht. Ich denke, dass wir dadurch, dass wir SKT heute im Verlauf des des Tages, des Morgens sehen werden, das ist ganz ungewohnt. Des Abends, des Morgens. Komplett verwirrt. Brain einmal
nicht in der Lage, das zu verarbeiten, wenn welche Uhrzeit wir schon sind. Wobei wir das ja über ICK fast noch gewohnt sind. Ich wollte gerade sagen, Johnny, also was ist da los mit dir? Einfach nicht in Form. Nee, das ist einfach international. Das Nicht-Casten bekommt ihr nicht gut. Heute Morgen war es, ja, das stimmt. Die Entzugserscheinungen sind auf jeden Fall da. Heute Morgen war es sehr schön. Da fallen die Haare aus. Wow, nice flame. Erzähl jetzt. Nee, jetzt nicht heute mehr. Morgen. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Okay. Stell mir vor, Gast, wenn du Leberwurst. Wäre mega lustig, wenn Gast einfach, nee, jetzt rede ich nicht mehr. Dann durfst du den Job alleine machen hier, das ist ja. Das wäre nicht das erste Mal. Ja, das stimmt wohl. Aber wir sind ja froh, dass wir uns haben, ne? So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt einen Goldunterschied von 0. Ja. durch Bitter. Zwei Drills auf beiden Seiten, die zwei Drakes, sind wir ehrlich, machen hier keinen großen Unterschied. Der dritte ist nochmal ganz nett, der erste ist toll, der fünfte ist klasse, zweiter und vierter, gebe ich dir aber vollkommen recht, sind hier mehr oder minder irrelevant, weil beide Seiten über exzellenten Waveclay verfügen. Man muss auch sagen, ich bin ein bisschen positiv überrascht noch von den Chinesen. Normalerweise haben sie das Problem, dass sie sehr taktisch und nicht sehr strategisch denken, also immer sehr kurzfristig und schnell auf die Kills gehen wollen, sehr aggressiv spielen. Das ist jetzt hier nicht zu sehen. Gefällt mir persönlich besser, wenn du wirklich diese Spielkontrolle aufbauen möchtest, wie wir es bei koreanischen Teams oft sehen. Und auch bei CG. Ich meine, in den LCS kann man in der 20. Minute auch gut und gerne so das Dreifache, Vierfache an Kills sehen. Und selbst das ist noch bei weitem kein Spitzenwert. Ich glaube, dass beide Teams ein bisschen auch die Problematik haben, dass sie sich gar nicht sicher sind, wer das bessere Late Game hat. Oh, jetzt hier macht er mit dem Engage of Afromore und da hinten ist Poppy wieder da. Ah, jetzt der Teleport und man geht natürlich auf den flankierenden Spieler, das ist in dem Fall Maokai. Und der geht allerdings ran an Looper Flash, raus Graves Ultimate von hinten, nochmal Afromo. Und wer ist die ganze Zeit nicht dabei? Chau. Und deswegen kann man den Kampf hier niemals nehmen. Und das ist so ein bisschen ein Manko, was sie hier hatten. Also, es war eine Engage-Möglichkeit da, aber nur weil die Möglichkeit gegeben ist, heißt es nicht immer, dass es ein guter Engage ist. So sehe ich sogar CG ein bisschen besser da, denn jetzt stehen sie mit dem Druck am Turm. Oh, Ultimate! Und jetzt, Marta, mit dem Knockout dabei. Wow. Und ein schöner Swag-Move. Deckt die an C-Wall. Und da holt man sich einen Double-Kill. Da wollte CLG zu viel und wird hier direkt bestraft. Hui mit Flash-Heal, alles raus. Und was hat's geholfen am Ende des Tages? Nichts hat's geholfen. Marta mit einem wunderschönen Flash-Engage, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja. Und dann kommt er dem hier mit dem Swag-Move um die Ecke. Braucht er keine Stützräder für, den Flash hat er immer noch ab. Und auf der anderen Seite CG, ja, da wollten sie einen Ticken zu viel. Poppy hatte noch TP, deswegen war das eh schon gierig. Und dann eben Marta nicht respektiert. Man sieht, was Alistair kann und es soll noch weitergehen. Aber mal gerade der Versuch von Poppy, dann Smitty dort an die Wand, an den Turm zu drängen, das passiert nicht. Stattdessen kriegt man den Turm und damit jetzt den ersten wirklich handfesten Goldvorteil in diesem Spiel. 2000 Gold sind in der 21. Minute auch nicht so viel, aber das ist wirklich Zuckersahne. Ja, Marta Flash darüber, Double Knockup, dann Azir da, ebenfalls mit einem schönen zweimal Knockup. Man versucht da noch bestmöglich rauszukommen, ist allerdings chancenlos. Aber so ein eingeflashter W-Knockup über die Wand, also das ist so ein bisschen das, wovon du als Alistair nachts träumst. Ja. Ja. Da hast du Poster hängen und abends, ne, vorm Einschlafen schaust du dir nochmal das Video an. Also das ist wirklich absolute Weltklasse gewesen hier. Ja, Marta ist natürlich dafür, er ist komplett gehypt, der Junge, immer wieder. Also alle finden ihn gehobene Weltklasse und man kann so ein bisschen aus Trotz immer sagen, dass die Leute dann overrated sind, aber er ist einer der Spieler, die das einfach jedes Mal aufs Neue unter Beweis stellen, dass sie in diese absolute Weltspitze gehören und dass sie in dieser auch vollkommen zu Recht immer wieder als solche angesehen werden und deswegen finde ich es bei ihm auch absolut gerechtfertigt. Der beste Supporter des Turniers, wahrscheinlich der beste Supporter der Welt vielleicht. Sword Art ist allerdings auch einer, den ich heute sehr, sehr gerne noch sehen würde, war auch exzellentes. Hier haben wir aber erstmal das Duell Afromu gegen Marta und da hat Marta jetzt erstmal vorgelegt. Ja, weil vergiss mir Wolf nicht. Wolf ist auch kein schlechter Boy. Definitiv nicht. Marta mit dem nächsten Engage, aber das war jetzt eher der Alistair-Poke, ne? Deswegen spielt man ja auch mit Thunderlord. Kappa. Grüße an Korea, wo ab und zu mal experimentiert wird mit den Masteries. Ja, wobei, wir sehen es in letzter Zeit sogar häufig. Es kommt so ein bisschen drauf an. Inzwischen habe ich mich ein Stück weit damit abgefunden. Davor habe ich es halt absolut nicht verstanden. ich bin auch jetzt ist genau das richtige Wort dafür. Ich bin auch jetzt immer noch Windseekers und Steine Verbindung, dass ich das für die besseren Alternativen halte. Aber pass auf, es ist so ein bisschen wie, ne, wenn du Ignite mitnimmst auf die Lane, ist die gleiche Ansage mit Thunderlords. Ich will stark auf der Lane sein, ich will dominant sein. Und das machst du halt mit Thunderlord und Ignite.
Das heißt, wenn du Ignite sagst, dann musst du auch B sagen und Thunderlord mitnehmen. Oh, das ist aber jetzt eine gewagte These, du, hör mal. Ja, wieso? Ich meine, auf der anderen Seite, ne, wenn du mehr Late Game später reingehst, dann nimmst du lieber Steine Verbindung oder Windseekers und nimmst halt Erschöpfen statt Ignite. Ja, jetzt aber nur, weil ich AD will, baue ich ja nicht Blutdürfter und Infinity Edge, ne? Also, man kann ja auch immer hat alles man in Maßen lang gemacht, ne? Ja, das stimmt natürlich auch. Aber man hat, ne? Man hat aus dem Aber weißt du, warum man das jetzt nicht mehr macht? Was nimmt man stattdessen als Lifesteal-Item? Krummsäbel, weil es so stark ist, dass du es immer nehmen kannst, selbst wenn du nicht zwangsläufig eine Quecksilber-Schärpe brauchst. Also quasi das, also der Grund, warum Stein eine Verbindung ist. Ich gebe dir recht. Aber es ist halt einfach so das Ding. Alistar ist für mich ein Tank. So, was bauen Tanks? Versuche noch tankiger zu werden. Mit Ignite auf die Lane zu gehen, ist so eine Sache. Kann man machen. Hast du mehr Lane-Dominanz. Ob du dann dazu noch Thunderlords brauchst, ich weiß ja nicht. Ist für mich auch immer wenn so ein bisschen richtig. Fehlendes Vertrauen in den AD-Carry. So, wenn du glaubst, dass die 100 Damage, die du da vielleicht mal in einem Trade mehr machst, wirklich ultimativ alles, ach, das sind ja keine 100 Damage, aber ne, wenn die wirklich alles changen, dann, weiß ich, da vertraue ich doch lieber auf meinen AD-Carry, dass wenn der 40 Schaden weniger kriegt, mehr als 100 Damage zurückmacht. Weißt du, ja, ich habe den Glauben, aber Anfang Afro, oder eigentlich ist das schön gemacht von schwieriger. Ihm. Er hat hier mit dem Flash-Dash hat er hier Mata überwunden, also Afro zeigt dir, dass auch er mechanic-wise natürlich absolut on point ist heute. Das muss er. Mechanic-wise on point, Johnny. Ja, ich dachte mir, wenn ich schon so einen Satz so anfange, dann muss ich ihn auch so zu Ende führen. Ne? Mechanisch auf Zack. Ja, das geht auch. Aber es klingt nur halb so cool. Ich finde, auf Zack klingt tatsächlich... Auf Zack hat was, ja. Es hat diesen belustigenden Effekt. Wir Zack sehen hier wieder Kristallzepter auf der Nidalee. Haben wir letzte Zeit öfter gesehen. Das ist ein Standard-Item-Bild, nachdem sie verändert wurde. Davor hat man eher Stab der Zeitalter gesehen als skalierendes Item. Jetzt versucht man, diesen Power-Spike da ein bisschen an eine andere Stelle zu setzen. Auf Vasir ebenfalls ein Kristallzepter und selbiges auch auf Aurelion Sol. Das hatten wir ja schon angesprochen, dass das wahrscheinlich kommen wird. Naja, und deswegen haben wir extrem viel Slow auf beiden Seiten quasi. Aber jetzt erstmal TP-Play, daschen will rein! Ja, und der findet hier allerdings nicht den besten Einstiegspunkt. Brawl Ultimate schon raus, Mata mit seiner Ultimate. Flash, oh, Kopfstoß, das hat hier nicht so geklappt. Sixer dafür mit dem Kill. Daschen ist jetzt slow aufgepasst, mit ihr an die Wand gedrängt von Looper. Flash ebenfalls schon raus, erstmal geschafft. Graves Ultimate, Double Kill von Sixer. Nordamerika schlägt vor und Hubi Triple. Das muss doch der Quadra sein jetzt. Sixe flasht für den Quadra und Looper, der Einzige, der sich hier rausschlawinern kann. Und jeder Lümmel da draußen, der diesen Sixe als immer noch schlechten ADC einstuft, sollte sich jetzt hier dieses Replay gleich nochmal angucken. Aber erstmal Poppy mit dem TP zum Trade, der hat Fahrt aufgenommen und geht, oh mein Gott, Afrobu! 1-3, als Poppy kannst du es machen. Aber dann, nee! Besser nicht. Also du kannst, aber du musst doch nicht. Warum denn? Zack, oder stirbt da gibt's einfach das weg. Da gibt's das inoffizielle Ace. What the? War jetzt nicht die beste Idee, die er da gerade hatte. Ja, er jetzt dachte, Martha, nicht. Gleiches Thema nochmal. Komm, 1-4, als Alistar kannst du es machen. Jetzt beschwör das doch nicht auf, aber Stixer ist low. Hat das macht er ja wirklich. Der macht das wirklich? Ja, das ist was halt. Das denn? Wir haben ein neues Meme, meine Damen und Herren. Was ist das ist denn? Noch trolliger als NA. China, wir willkommen zur MSI. Aber das ist doch meine Güte. Also, sowas kannst du selbst bei Maxi Marco. Bitte jetzt auch noch rein. Was machst du als Lucian? 1-4. Man kann's ja mal machen. Ja. Ich weiß nicht, was ich gerade gesehen habe, aber League of Legends war das nicht. Nee, also, verrückt leicht. Aber erstmal nochmal der Fight. Das war schön gemacht. Maokai kriegt hier den W auf Lucian, der deswegen rausdashen muss, schon sehr weit... Nee, hat er nicht. Interessanterweise hat er Nidalee genommen. Da habe ich gerade anders gesehen. Und Sixer hat ein sehr gutes Positioning hier. Mata macht einen riesen Missplay, es darf nicht sein. Smithy geht dann zu weit nach vorne. Hier hätte der Fight turnen können, weil Looper einen sehr, sehr schönen Stunkill, aber Smithy hat noch Summoners ab, kriegt dann seine Ultimate schön durchgesetzt. Aurelion Sol macht unglaublich viel Schaden in diesem Fight. Sixer finisht das sehr, sehr schön. Eh nach vorne, kriegt einen Crit auf Nidalee mit der Ultimate und dann mit dem Flash den Quarter geholt. Das war klassisches Spiel hier von ihm. Allerdings würde ich super gerne hier einen Damage Cup sehen, weil ich glaube, Aurelion Sol hat in diesem Fight unfassbar viel Schaden gemacht. Ja, aber das ist tatsächlich so dieser Aurelion Sol-Effekt. Du weißt nicht, was du die ganze Zeit gemacht hast, aber irgendwie den Guten Morgen! Eine Lieferung für Sie! Wir haben hier ein bisschen Damage bestellt, ne? Ist ja jetzt angekommen. Turm ist auch Geschichte und ich muss sagen, bis gerade eben war China das bessere Team. Und dann hatten sie irgendwie ihren NA-Moment und ja. Das ist vielleicht einfach so die Strafe, dass ich so eine große Klappe habe und die sagen sich einfach, Johnny muss auch mal was gewinnen. Ah, auch mal! Moment, wo sind wir denn hier gelandet? Jetzt geht's hier an Tier 2 dran.
dashen, guckt da oben, kann Engage machen, aber Sixer hat unglaublich viel kassiert. Gerade auch für Positioning gelobt. Smithy jetzt hier auch noch in Gefahr, da muss man sich erstmal wieder zurückziehen. Ah, das ist ärgerlich. Mit einem Baron, wir haben es gesagt, die Gegner haben guten Wave Clear. Da musst du besonders gut darauf achten, dass du, während sie die Wave Clear nicht noch low gehst, kann man hier mit dem Nash tatsächlich nicht einen einzigen Turret holen. Das ist ärgerlich. Es ist halt auch einfach mal krass, ne? Vorhin stand er noch 0-1 und innerhalb von 2 Minuten 5-1. Das ist... Hier, Junge, kauf dir was. Ja, ist doch... Und gib nicht alles auf einmal aus. Doch hat er. Also da hat er nicht mal diesen Tipp berücksichtigt. Oh, wow. Scumbaggers hier. Einmal mal in Lucian rein. So, und jetzt hier kommt die nächste Lieferung. Also heute hier ist die... Hier kommt die Sonne. Ja, ja, ich merke schon. Ich freue mich, wenn du anfängst zu singen. Dann, das ist immer ein gutes Zeichen dafür. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Jo. Der Turret ist weg. Gedeihe und wachse. Das ist natürlich auch eine gute Variante. Das hat so ein bisschen was von der Gangplank Ultimate quasi, mit der man früher auch die Gegner vom Turret weggezont hat, um den Turret zu nehmen. Extremst effektiv gegen Wave Clear einfach, weil du die Leute so weit wegdrängst, dass sie da ihren Wave Clear gar nicht ansetzen können. Ähnliches macht er gerade Reed zum zweiten Mal. Das ist eine Taktik, die wir jetzt natürlich hier zum ersten Mal sehen, weil wir Aurelion Zeus das erstmal sehen. Aber der Drake wird nicht einfach abgegeben. Er hat ihn! Oh! Wow! Der wird nicht einfach abgegeben, vierter Drache, und es ist natürlich noch alles auf dem 2000 Gold nach 30 Minuten, ist nicht viel. Vier Drachen, da geht schon Bot-Wave. Einiges. CLG hat unten eine super schöne Da muss jetzt Wave. Jemand hin, und eigentlich muss das Azir sein. Und schau mal auf die Minimap, wo die alle sind, im Niemalsland. Ja, die wurden rausgechased. Also im Lummerland, ich weiß es nicht. Urlaub gebucht. Durch den Drake musste man da quasi sich jetzt sehr weit zurückdrängen lassen, und CLG wird das Ganze jetzt hier hoffentlich bestrafen. Sixer ist dann auch mit dem Wrap-Up beschäftigt. Jetzt hoffentlich nicht auch noch die, ja doch, auch noch die Golems. Dadurch ist die Wave hier natürlich schon ziemlich weit weg. Ja, kriegen sie im Niedermähen. Ich glaube, da hätte man aus Sicht von CLG tatsächlich gerade nicht den Jungle präferieren sollen, sondern straight runterziehen und Druck auf diesen Tier 2 Turret machen. Klar, ein Red Buff ist schön und gut, aber hier Turret zu kriegen gegen so eine Comp mit so viel Wave Clear ist einfach super wichtig. Mal gucken, ob sie jetzt hier siegen können. Ja, eigentlich vermisse ich da gerade den Azir, ehrlich gesagt. Also ohne Azir können die das natürlich, weil dann fehlt dir der Wave Clear. Wave Clear hast du hier exklusiv auf Azir. Alle anderen Champions schon, dass sie aufhören. Knock-up rein, der Kerngedanke ist da. Und da kriegt man dessen Sticks heraus. Der Mann, der am meisten gefeedet ist. Looper rein, schnell nochmal mit der Ultimate diesen Soldaten hinterher. Aber dann die Wall, um Darshan rauszubekommen. Azir hat immer noch eine ganze Menge Leben und hat immer noch eine ganze Menge Schaden im Gepäck. Flash wieder raus und jetzt Darshan ran. Will sich für sein Team opfern. Und er nimmt niemanden mit und auf der anderen Seite immer noch Chaoyu. Und jetzt von oben die Flanke. Der nächste Kill. Es geht in die andere Richtung. Auch Afromo und Smitty. Diesmal Last Survivor. Und er läuft und gibt Gas. Kommt er von der Nidalee weg? Die Antwort ist ja, denn sie hat keinen Mana mehr. Aber das restliche Team. Und das ist jetzt gerade mal nicht passiert. Bitte nicht in so einem Busch bei ihm wegporten. Dann noch die paar Zusatzmeter laufen. Weil da wird natürlich jeder hinterherkommen und plötzlich ist das Spiel wieder komplett gedreht. Ja, vergesst den Baron, der ist niemals passiert. Schön, wie hier der Turm getankt wird, obwohl die Vasallen da sind. Sixer ist jetzt Gott sei Dank wieder ab, weil er einfach so früh gecatcht wurde. Das ist der Vorteil, wenn du als Erster stirbst. Darf ihn niemals passieren hier. Der Flash Engage von Martha, na gut, da kann man sagen, das kann passieren, aber die Szene davor war ganz, ganz entscheidend. Werden wir uns gleich ja natürlich nochmal im Replay angucken. Erstmal müssen wir gucken, wie viel CG er noch verliert. Den an. So, hier sehen wir es nochmal. Das da, der Slow vom Speer von Nidalee, darf nicht passieren. Sofort eine Reaktion wieder von Martha, natürlich auch herausragend. Aber die Kritik muss erlaubt sein. Sixay sollte in der Lage sein, in so einer Szene seinen eigenen Flash noch zu benutzen. Plus erstmal nicht so nah vorne stehen mit Turmschaden zu fressen zuvor. Naja, vor allem auch der Slow vom Schwert, das darf man nicht vergessen. Das hier ist eine Nidalee mit einem Kristallzepter, das slowt das Ding noch. Deswegen kann Marte überhaupt in Range kommen. In dem Moment, wo er den Speer kassiert, muss er instant flashen. Und das war hier übrigens sehr schön gemacht von Azir, da zu flashen, weil er dann wusste, dass seine Sandsoldaten rankommen. Gut gemacht von ihm. Ja, und damit hast du jetzt mal wieder ein 2000 Gold-Lead. Das Ganze gedreht. Ja, und was haben wir am Anfang des Spiels gesagt, Johnny? Es geht um die Objekte. Ja. Und womit haben wir recht? Ja, mit den Objekten. Und weshalb? Zu Recht. So, jetzt Hui mit der Ultimate trifft nur Martha. Der kann sein Ultimate ziehen. Jetzt sehen wir nochmal
den Damage und beide Midlaner da weit Mauke vorne. Marta ist da noch in der Flanke. Könnte noch mal rein. Geht doch! Oh, Marta, jetzt Ultimate ausgelaufen und damit ist er quasi tot. Will man da wirklich noch mal rein? China sagt ja und ich verstehe nicht warum. Was macht der Looper mit der Flanke ran an Stixey, aber das sollte nicht reichen vom Schaden, der damit geht. Und jetzt der Azir mit der Wall nochmal. Shutdown zwar, aber warum? Das Ace Triple Kill. Das passiert hier aus dem Nichts, fällt vom heiteren Himmel. Und jetzt kannst du den Turm dafür noch nehmen. Es ist das Phänomen vieler, vieler Regionen. Das, okay, bettet man sich jetzt hier. Okay. Der macht mehr Schaden, desto länger er hält. Also das macht schon halbwegs Sinn. Ja, Nash ist live. Was? Man geht zum Nash. Also man nimmt nicht Inhib, sondern stattdessen Nash. Man traut sich hier nicht beides zu nehmen. Das wäre auch nicht möglich gewesen. Man hat hier zu viel Angst, dass man so lange braucht, dass wenn man den Inhibitor nimmt, die Gegner den Nash nehmen. Deswegen nimmt man ihn hier selbst. Das Problem für die Region ist immer wieder, dass man nicht bereit ist, Menschen sterben zu lassen. Marta hätte man hier sterben lassen müssen, nachdem Maokai nochmal auf ihn drauf geht. Stattdessen versucht man den Engage. Poppy hatte ganz offensichtlich auch nicht auf dem Schirm, dass Caitlyn sich einen QSS gegönnt hat. Die Quecksilberschärpe konnte damit den CC nochmal entgehen und das hat sehr, sehr viel gedreht. Aber wir sehen sie jetzt hier nochmal. Also die Szene ist bis hierhin einfach in Ruhe lassen. Ziemlich aggressiv so, aber Nidalee macht gleich den ersten wichtigen Fehler. So, also man geht hier auf Marta und hier muss man Marta sterben lassen. Und jetzt Nidalee trifft den Speer und geht für den Finish. Das kann sie in der Szene niemals machen. Stirbt dann dadurch weg. Jetzt kommt Poppy, denkt, okay, ich habe die Caitlyn, aber die eben hat QSS und kann easy wieder rausflashen. Also hier macht dann die schöne Ultimate hier nochmal zur Schadensbegrenzung quasi. Kann damit nochmal zwei Leute weg und sonst wäre das Game da vielleicht sogar vorbei gewesen. So allerdings jetzt hier CG wieder mit dem Goldvorteil, wenn auch nicht einen allzu großen. Ja, sie haben den Baron, aber ich glaube nicht, dass man den hier allzu krass ausspielen kann. Wie gesagt, also sie hatten einen harten Waveclear. Wichtiger ist eigentlich das, was in 37 Sekunden passiert, nämlich der nächste Drache. Entweder fünfte für dann Royal Never Give Up oder CLG. Und jetzt kommt wieder die Sonne. Genki Dama! Einmal explodiert. Nicht allzu viel gebracht. Naja, Goku ist neidisch, wenn er das sieht. Das schon wohl. Da hatte der Aurelion soll hier wohl einige Freunde, die in Energie gespendet haben, über 76 folgen. Maokai, einfach mal mit dem Engage. Das Team ist alles andere als zur Stelle. Caitlyn Ultimate und Marta ist da zur Stelle jetzt. Enge Position, super natürlich für Nasir. Ja, man hat die Poppy Ultimate bekommen. Das war überhaupt nicht notwendig, sie hier zu ziehen. Die fehlt natürlich jetzt beim Drake. Aber trotzdem ist man noch in Position aus Sicht von Roy Never Give Up und CLG darf sich hier nicht zurückziehen. Jetzt haben sie sich gesplittet. Jetzt, die brauchen da schon hat ein TP, der will in die Base, um den TP-Play zu machen. Das ist natürlich löblich. Frage ist nur, ob die Zeit reicht. Maokai jetzt eben in der Base. Komm schon, tu es, da kommt der TP, wir sehen den Fight. Ah, aber das wissen die Chinesen und sie drehen bei zur Flanke. Darshan jetzt mit Speed findet nur Looper, damit den Tank. Frontline steht gut, Backline ebenfalls, aber Looper, wow, der soll tanky sein, passiert nicht, aber Hui ist raus, wichtigster Schaden aber noch gefallen. Und jetzt wird das hier, Strike Move, Smitty, raus, Triple Kill für Rouge und auch Stixey kann hier nichts mehr. Doch, er macht wow. Sie, der Triple, Wahnsinn, Quadra Kill, Wahnsinn, und jetzt kommt Looper noch. Gib uns noch ein. Da holt er einfach mal vier Mann quasi alleine. Er verbrüge doch den. Poppy wird jetzt auch noch hier dran glauben müssen. Sixer hat noch zwei Traps. Lauf doch in die Traps. Was machst du denn? Aber das muss doch reichen. Der E, der Q. Oh, jetzt Poppy nochmal mit dem W. Nein. Oh, nein. Shutdown. Unfassbar. Wer hat denn damit bitte gerechnet? Ich habe Sixer hier schon tot gesehen. Wir sehen hier nochmal den Fall. Absoluter Wahnsinn. Der Engage von Darshan ist bemerkenswert, weil er nimmt sich den Tank. Marta carried diese Fights hier einfach auf Übelste. Flash Q haut da einen Hui rein, der muss sofort dran glauben. Aber Sixer steht da hinten sehr, sehr gut, kann viel Schaden machen. Und dann jetzt gleich, was ganz entscheidend ist, ist, dass hier der eh getroffen wird gegen Azir und deswegen kommt ein 676er Crit raus. Den hätte Alistar blocken müssen. Das war super gemacht. Sixer muss sich hier dann allerdings Kritik gefallen lassen, weil er mit der mit seiner nächsten Trap da eine Trap weggenommen hat, die da schon stand. Und dann hier eben auch nicht mehr wirklich mit den Traps spielt. Also er legt zwei mehr oder minder aufeinander und läuft jetzt nach oben rechts weg, weil er da eben sein E machen konnte, aber hat die Traps halt schlecht gelegt. Wenn er das noch ein bisschen besser spielt, holt er sich erst den Venture. Ja gut, aber wenn der Crit nicht geht, ist sofort wieder in den Kampf hinein. Darshan ist da noch in der Base. Och Gottchen. Looper bekommt die X-Mini auf der anderen Seite allerdings Wusch und dann auch die Nidalee ausgenommen. Och Gottchen. Jetzt ist erst Azir da mit der Wall, da schon nochmal weggedrängt. Afromo ist low. Und dann geht's hinterher von Zhao.
kriegt er? Der kriegt jetzt erst aber jetzt Promo. Ist Dixey da! Und da Looper und jetzt Dixey! Das Monster, es ist erwacht und das ist einfach mal ganz dickes Ding. Das Ace CLG hier 1000 Gold vorne, aber das ist egal. Und jetzt muss man einreißen. Ja, aber die Fights werden immer klarer. Also CLG kann hier mit einer gefeedeten Caitlyn einfach jeden Fight zerstören. Und auch ohne. Im 4 gegen 5 kam sie gerade sehr gut weg. Einfach mal da vorne. Das die tankigste Frontliner, da zeigen es. Hui, der hat zwei Lebensseiten und dahinter noch ein Stundenglas. Das gibt ja nochmal ordentlich Rüstung. Der steckt hier locker nochmal so viel weg wie normalerweise ein Tank. Aber die müssen jetzt den Drachen nehmen. Da führt kein Weg dran vorbei. Hui ist schon da. Und da geht man von aus, dass wir jetzt nochmal die Entstehung. So, Martha wieder mal mit zweimal Knockout. Das sind wir fast von ihm gewohnt. Schöner Engage noch von Poppy hinterher. Und dann sieht man hier, wie Nidili ins Stundenglas geht. Aber das war ein Fehler, weil in dem Moment gibst du dich einfach den Burst von Soul frei, der dann hier einfach mal komplett drüber fährt. Er reißt in diesem Fight hier alles alleine ein. Die Ultimate Classic setzt zwei Leute damit geholt, den Stun davor getroffen. Kompliment an Hui. Er stand oft in der Kritik, aber er hat in diesem Fight einen verdammt guten Job gemacht. Nicht nur das, man muss auch sagen, die Frontline war direkt an der Backline dran. Ja. Also die Frontline CLGs. Jetzt haben sie den Drachen, jetzt haben wir den Hibitor. Und trotzdem ist hier noch nichts entschieden, meine Damen und Herren. Ja, wenn ein Stixey vier Mann töten kann, alleine. Mehrfach, dann weißt du, das tut weh. Wir sehen natürlich die klingende Unendlichkeit. Jetzt gibt es nochmal die Rüstungsdurchdringung von ihm mit oben auf. Und Hui noch. Holt sich kein Rabadons. Holt sich einen Höllenzepter jetzt erst nochmal. Der Typ will einfach nur tanky sein. Ah, der ist die erweiterte Frontline. Er hat jetzt schon verdammt viel Rüstung. Und dann holt er einen Leernstab und kein Rabadons, oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Wobei, wenn wir die Itembilds uns angucken, sehen, dass der Azir auch keinen Höllenzepter hat. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass er danach auf Rabadons geht. Aber was er sagt, okay, der Frontline, da wird Sixer schon das Ding reißen. Jetzt muss hier Poppy früh die Ultimate ziehen und flashen. Ich weiß nicht genau, was er da gesucht hat. Auf der Suche nach dem Regenbogen. Ich weiß es wirklich nicht. Toplane haben wir einen Slowpush für Royal Never Give Up, der wirklich groß ist. Aber das wird CLG egal sein. Die wollen hier pressuren. Was macht Afromu? Große Wave auf der Toplane. Von daher gut hinterlassen. Jetzt muss man verteidigen. Aber es ist eine zu große Wave, der Turm quasi. Na, zu wenig Leben, da machst du nichts. Aber jetzt natürlich den Inhibitor-Turm. Dieser offene Inhibitor kann hier zum Problem werden. Jetzt allerdings sollte von CLG jemand wirklich sich diesen Vasallen da annehmen. Macht man nicht. Man geht jetzt Richtung Baron. Ja gut, ne? Wer soll da? Doch, Darshan ist da. Ja, aber zu spät. Also der Turret fällt, den hat man hier tatsächlich getradet. Ja, wie viel Leben hat der noch? Der ist weg. Ja. Unten links hatte man es gerade eingeblendet gesehen. Also 1 gegen... Ja, das ist ein super Tausch natürlich für Royal Never Give Up, weil ihr Turm unten hatte kaum Leben und ja... Ja, CLG hatte da eine kleine Hoffnung, vielleicht noch für den Endep. Oh mein Gott, das darf nicht passieren. Die haben die Krabbe jetzt. Und das ist ein Riesenvorteil, weil in solchen Situationen Lauftempo. Mit einem Maokai willst du ja diesen Lauftempo beim Re-Engage haben, den hast du jetzt nicht. Die Vision noch dazu, die natürlich auch entscheidend ist. Man kann zwar darüber dashen mit Graves und Caitlyn und den Zweifelsfall alleine machen, aber da wird sich jetzt Roy Never Give Up nicht einfach so die Butter vom Brot nehmen lassen. Never gonna let you down. So, hier kommt wieder die Genki Dama des Todes. Allerdings so tödlich wird sie ja nicht sein, weil sie zerplatzt, bevor es wirklich spannend werden kann. Jetzt die Rotation hier zum Nash. Man wird die Vision jetzt hier denyen. Bin gespannt, mit wie vielen Pink Wards man das spielt. CG normalerweise jetzt mit Engage. Zwei. Wow! Der überlebt! Nein, er ist down! Fackelt da nochmal ab, jetzt Sixe! Oh Gott, nimmt nein! Er. Double Kill, jetzt räumt China auf und CLG Hui verliert. Kann er nichts machen! Triple Kill! Und das muss es jetzt sein, Quadra Kill! NA! Wenn dieses Spiel so viele Quadra Kills hat, auf den AD Carries! 11-5, 10-4, Afromo noch da, der will Zeit schinden, lasst euch doch nicht ablecken, Junge! Lasst ihn doch in Frieden, jetzt das war's! CLG dominiert dieses Spiel über lange, lange Zeit und dann kommt ein Totalaussetzer, ein super schlechter Gate von Darshan, wird weggedonnert und jetzt holt sich hier China das erste Spiel der MSI. Wow, das sind noch 30 Sekunden und die gehen natürlich auf die Türme, weil sie wissen, das sollte reichen, das muss reichen und das wird reichen. Das war der Nexus, das war das Spiel, meine Damen und Herren. Hier ist wirklich Spannung drin. Man muss sagen, über weite Strecken ein Hin und Her, ein Her und Hin.
Und Johnny, wer hat auf China getippt? Ja, du. Da bin ich ja vollkommen bereit, das zuzugeben. Für mich waren beide, ne? Habe ich bei Twitter gepostet. Ja, in der B-Tier-Klasse, aber sie haben absolut A-Klasse Entertainment geboten. Und ich meine, vielleicht ist es auch so der Bonus des heimischen Publikums. Man hört gerade, wie laut es wird. Ja. Ich meine, sind die Lokalmatadoren und die holen hier den Auftaktsieg. Das freut uns natürlich auch, das freut das Publikum, aber das freut die NA-Fans ganz sicher nicht. CG hatte hier eine Comp, mit der sie meines Erachtens im Late Game die Fights nicht mehr hätten verlieren können. Also sie waren deutlich stärker, Stixer war komplett fett und dann kommt Maokai da mit diesen Play beim Nash, für den ich kaum Worte habe, davor Krabbe verloren, unglückliche Situation immer wieder. Ich muss sagen, CG hätte dieses Game gewinnen müssen. Und sie haben es nicht, weil sie am Ende nicht geduldig genug waren, für einen weiteren TP-Play zu gehen. Wobei für eine man weitere sagen muss, dass er dieses hätte das Spiel gewinnen müssen, hätte man jeweils auch für China etc. immer wieder andersrum. Definitiv. Nach jedem Teamfight hätte sich neu entscheiden können. Ich meinte nur in der Situation, wo es am Ende quasi war. Also mit dem Items, die du da auf Stixer hattest, musst du normalerweise in der Lage sein, das Ding da auch nach Hause zu holen. Im letzten Fight dann also einfach mal Maokai gefokust, hat sehr erfolgreich funktioniert. Wir haben auch Reda und Zoll gesehen, wir haben gesehen, was er wahrscheinlich gut kann. Er hat diese Möglichkeiten, Leute von Trills wegzuhalten, er hat extrem guten Schaden, er kann als weiterer Tank fungieren. Am Ende macht es aber keinen Unterschied, wenn du dann diesen einen großen Fehler machst. Den hat CG sich hier erlaubt, aber es ist natürlich noch nicht das Aus für sie. Sie haben noch viele, viele Games vor sich und deswegen muss man hier noch nicht den Kopf in den Sand stecken. Was mich so ein bisschen überrascht, ne? Man hat ja gerade gesehen, die USA-CLG, diese Stickereien. Ich dachte, Nordamerika ist mehr als USA, aber. Ui, nicht It denken. Na, nicht es denken. Ist zu früh. Überlass es den Fähren, die haben den größeren Kopf. In diesem Sinne, Hashtag MSOIGA. Wir gehen in eine kurze Pause und sind gleich mit der Arm der Analyse-Ecke wieder für euch da.